Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. So, heute dreht sich alles um Gobi, den Namensgebenden für dieses Level. Aber wer ist das? Was könnte wohl größer und anmutiger sein als diese Sphinx hier? Und damit diesem Level seinen Namen geben. Es muss sich um eine Person von äußerster... Das sind noch Noten. Da ist noch eine Note. Da ist noch eine Note. Oh mein Gott, da sind noch mehr... Ja, natürlich. Es muss sich um eine Person von äußerster Wichtigkeit handeln. Da ist sogar noch ein Mumbo-Schädel. Oh mein Gott, ich krieg sogar die Noten auch vorher gesammelt. 97, 98, 99 und 100. Jawohl! Wir haben es tatsächlich noch geschafft. Wir haben tatsächlich mal alle 100 Noten dieser Welt gesammelt. Juhu! Das heißt, ab sofort können wir auch ganz locker, flockig und leicht durch diese Welt gehen. Und damit können wir uns dann endgültig Gobi widmen. So, auf und davon! So, es gibt hier zwei Inseln. Eine Insel seht ihr hier. Da haben wir Grabber getroffen. Und dann ist da noch, ganz da hinten, eine zweite Insel, auf der wir noch nicht waren. Und da begeben wir uns jetzt mal hin. Juhu! Und wuhu! Hallo, ich bin Gobi, das Kamel. Aber selbst ist es mir zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Och, armer Gobi. Ja, ich sag ja, eine Person von äußerster Anmut und Grazie. Natürlich helfen wir dir gerne. So sind wir. Ha! Wow, Alter, wir beinahe von der Insel runtergefallen. Vielen Dank, hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Okay, hier in der Wüste willst du dich abkühlen? Komisch. Ist das wirklich möglich? Wie ist es? War ich ein bisschen zu spät. Egal. Juhu! Das ist ja heiß! Die Erde ist ja heiß! Ja, wir wissen, die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Wir wissen's. Wir wissen's, Herr Paschulke. Das haben wir doch von Anfang an gesagt, Herr Nachbar. Aber Sie wollten ja nicht glauben. Okay, Gobi will sich abkühlen. Es ist nicht hier im Wasser, sondern wir müssen zu einer Figur, die wir ganz am Anfang des Levels getroffen haben. Nämlich hier unten, der gute alte Trunkenbold. Hallo Trunkenbold. Ich weiß, er heißt Trunker, aber ich nenne ihn Trunkenbold. Der Baum hier sieht mächtig durstig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Ich bin Trunker, das kleine Krokodil. Hab scharfe Zähne und davon ganz schön viel. Ohne Wasser werd ich vertrocknen. Kazooie, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Helfi, helfi, helf. Nein, du dummer Bär, ich brauche Wasser. Das wird noch, tut mir leid, das wird Gobi's Valley, das Musical. Gerade. Ich bitte das zu entschuldigen. Komm, geben wir ihm Wasser. Du sagst also, du hast Wasser und brauchst es für dich selbst? Komm, sei mal nicht so. Alter. Er ist ausgewichen. Zack. Gobi ist einfach unbesiegbar. Ah, tut das gut. Trunker geht es besser. Danke, danke. Du Banjo, du Bär, du komischer. Hau ab hier. Oh mein Gott. Ein weiteres Puzzleteil, das 10. Wir haben es geschafft, Leute. Ein weiteres Level ist so gut wie vervollständigt. So gut wie. Denn eine Sache fehlt noch, eine leere Honigwabe. Und kaum haben wir Gobi getroffen, fällt es mir auch wieder wie Schuppen von den Augen, was wir machen müssen. Gott sei Dank. Ja, denn wir werden Gobi mal noch einen Besuch abstatten. So bin ich. Oh Gott! Shit!
Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Gut, dass es so tadellos läuft hier. Aber wisst ihr was, wir gehen kein Risiko ein. Wir könnten jetzt zwar mit dem Teppich hin, aber wir fliegen besser. Komm, Kazooie hat sich das ganze Spiel über so aufs Fliegen gefreut. Dann können wir hier diesen Wunsch mal erfüllen. So, du darfst fliegen, werte Vogeldame, denn wir müssen jetzt hier hin. Zu dieser komisch aussehenden Tür. Und hallo, Gobi! Das gibt's doch nicht. Das wollte ich jetzt so spektakulär lösen. Was ist denn los? Was ist denn mit meiner Zielfähigkeit los hier in diesem Let's Play? So. Jetzt reicht es mir. Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Tschüssi. Oh Gott, er ist in den Treibsand gelaufen. Aber das Wichtigste ist, wir haben ein neues Honigwäbchen. Unsere Energie hat sich erweitert. Und damit haben wir Gobi's Valley tatsächlich komplett abgeschlossen. Nach 40 Minuten begrüßen wir 100 Noten, 10 Puzzleteile und 2 Honigwaben. So mögen wir das. So wollen wir das sehen. Express-Teppich, hol uns ab. Hallo? Hallo? Ich warte auf dich. Hallo? Na, geht doch. Wuhu! Und jetzt nichts wie ab. Auf und davon! So. Yeah! Und mit den Gummistiefeln geht es jetzt ganz schnell raus hier. Mal heute. Zumindest mal auf dem Rückweg, nicht kamikaze-mäßig durch den heißen Sand, durch die heiße Erde. Herr Lustig. Sondern, ja, wir machen das mal energieschonend. Denn nun stehen fürchterliche Dinge an. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. Eine fantastische Erstleistung, ja, das auch. Aber vor allem eine fantastische Bestleistung. Ich freue mich da sehr drüber. Und dadurch können wir nun endlich dieses Level verlassen und uns jetzt noch ein weiteres Puzzleteil holen. Wir wollen ja was für unseren Puzzleteileschnitt tun. So. Bin ja mal nicht so. Denn hier hat sich doch irgendwo ein Sarkophag geöffnet. Und schaut mal, was da drin ist. So. Was? Was? Entschuldigt. Irgendwas ist jetzt schief gegangen. Egal. Komm, zweiter Versuch. Okay. Läuft prima heute, Fox. Okay. Egal wie, wir haben's. Es muss nicht immer alles schön aussehen. Findet ihr nicht auch? No. Gut, Leute. Damit haben wir einen weiteren Abschnitt vor uns. Unfassbar, aber wahr. Das nächste Level steht an. Level Nummer 7 von 9. Das geht ja Schlag auf Schlag hier. 6 Level in 12 Parts abgeschlossen. Das ist doch ein guter Schnitt. Würde ich jetzt mal nicht meckern. Ja, Gobi's Valley ist vervollständigt. Und wo laufe ich denn hin? Ich bin doch hier verkehrt. Entschuldigt bitte. Ich muss ja erst die Welt, bevor wir sie betreten, die neue, muss ich sie ja erst freischalten. Das ist ja seit jeher das Prinzip hier, ne? Und abkürzen ist nicht. Wir können ja mal einen ultra kurzen Part draus machen und einfach jetzt schon aufhören, oder? Aber nö. Hier oben gibt es noch was freizuschalten. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das natürlich auch.
Eine weitere Abkürzung. Juhu! So, dein Gegenstück müssen wir natürlich erstmal noch finden. Aber gut, öffnen wir eine weitere Notentür. 450 Noten werden verlangt, wir haben deren 600. Und das heißt, auf in eine neue Welt, in der wir unseren Aufenthalt hoffentlich genießen. Was haben wir denn hier? Kann doch nicht sein, das ist ja wohl ein Witz. So. Schwimmen wir doch einfach mal hier durch. Ich bin mal so frei. Hier haben wir nämlich unter anderem einen Mumbo-Schädel. Den sammeln wir uns. Oh, ihr jämmerliches Pack! Mein Besen haut euch aus dem Frack! Mein Besen haut euch auf den Sack, wolltest du wohl sagen. Ich kenne die doch, Grundhilda. Muss ja nicht so tun. Du musst ja nicht so tun. So weit kenne ich dich ja schon mittlerweile, Lady. So, tauchen wir einfach mal in diesen vertrauenserweckenden Tunnel hier. Ah, wenn das nicht vertrauenserweckend aussieht, dann weiß ich auch nicht. Hallo Piranha. Do you have any Piranha plant? Ich musste gerade wieder an Marios Game Gallery denken. Manchmal kommt das einfach. Wie hätte eigentlich Go Fish besser gepasst, weil komm hier Fischi, aber egal. Komm. Ein weiteres schockierendes Level. Schock, ja. Schock! Schockierendes Level steht vor uns, nämlich Mad Monster Mansion. Wir haben nur noch 25 Puzzleteile übrig. Tada! Mad Monster Mansion. Oh ja. Das wird schockierend, Leute. Das wird uns wirklich aus dem Frack hauen. So viel kann ich euch versprechen. Mad Monster Mansion ist wirklich eines der coolsten Level im Spiel. Und reiht sich auch tatsächlich so in die Riege meiner Lieblingslevel mit ein. Tatsächlich. Auch wenn es da immer wieder mal Notensucherei gibt ohne Ende. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen werden. Ich gehe mal davon aus, wenn es mit der Notensuche diesmal schlecht läuft, und das kann immer mal wieder passieren, wird das erste Level sein, wo wir die magische Grenze von einer Stunde auf jeden Fall mal erreichen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich bei Speedruns jemals unter 40 Minuten war. Ich glaube nicht. Ich müsste meine Zeit mal checken. Du kannst dieses Level auch relativ schnell erledigen, aber ich glaube, unter 40 Minuten war ich nie. Ja, schwach und dumm. Alter, wer bist du? Du könntest... perfekte Hater-Kommentare. Stellt euch Grundhilda mal als Hater vor. Die würde, oh Gott, die würde alle fertig machen. Mit ihren Zaubersprüchen könnte sie wahrscheinlich alle Videos instant downvoten einfach. Auf einmal. Boah. Stellt euch das mal vor. Grundhilda mit den unfassbarsten Dislike-Kräften von allen. Das wäre schockierend. Ach, wenn wir schon mal hier sind, guckt mal, wir haben eine Brunhilda hier und wenn wir schon von Grundhilda geredet haben, wird es, denke ich mal, Zeit, dass wir ein paar neue Fakten über sie erfahren. Zum Frühstück ist sie zerquetschte Froschaugen. Oh no! Oh mein Gott. Zum Abendessen gibt es Katzensteaks. Oh mein Gott, Yari. Das Warzengesicht liebt zum Regenwurmsalat. Okay, Warzengesicht. Du nennst deine Schwester einfach Warzengesicht. Eieieiei. Das ist wahre Geschwisterliebe. Gut. Ich würde mal sagen, Geronimo. Nein, wir gehen jetzt auf zu Mad Monster Mansion. Zu Maniac Mansion. Oh yeah.
So, jetzt müssen wir nämlich hier lang. Jetzt können wir es auch machen. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein. Es ist ein sehr, sehr dunkler Abschnitt, der vor uns liegt. Und ein sehr, sehr schmaler Grat. Und hier vorne, Leute, wird er sogar noch schmäler. Aber dazu später. Es wird erst Zeit für etwas anderes. So. Sollen wir schon mal? Ich meine, ich kann mich jetzt auch irren, aber ich glaube, das Tor bleibt auf alle Fälle auf. Sollte ja eigentlich. Da hinten befindet sich nämlich noch ein Haus. Aber diesmal wohnt da kein Jinjo drin. Wir können also diesmal niemanden obdachlos machen. Zerstören können wir es auch nicht. Eigentlich fast schon ein bisschen schade. Aber gut. Es wird gruselig, schaurig, schockierend. Denn nun betreten wir Mad Monster Mansion. Yeah. Level 7 von 9. Unsere Reise geht allmählich in die heiße Phase. Mad Monster Mansion ist eines der schwierigeren Level. Nichtsdestotrotz aber gut machbar. Wie eigentlich alles. Also ich würde Banjo-Kazooie tatsächlich als das einfachste Rare-Spiel bezeichnen, was ich in meinem Leben je gespielt habe. Liegt vielleicht aber auch an der Übung, die ich habe. Vielleicht finden andere Spiele ein bisschen einfacher von Rare. Ich muss aber natürlich sagen, ich finde Banjo-Kazooie eigentlich so vom Schwierigkeitsgrad her ideal. Dieser ungebetene Gast hüpft bald als Spatz von Ast zu Ast. Ja, wir haben allmählich kaum noch goldene Federn. Davon haben wir ganz schön gelassen. Aber egal. Es wird erstmal Zeit, ein bisschen zu saufen. Also, unsere erste Amtshandlung hier in diesem Level ist saufen. Saufen, Junge. Wir saufen, bis wir umfallen. 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 Guck mal, der Jinjo säuft, bis er umfällt. Ich find's eigentlich schade, dass das nicht der blaue Jinjo ist. Wobei, er ist von dem ganzen Wein schon ganz lila. Ah, okay. Gut. Und nicht vergessen, Noten. Ein ziemlich ergiebiger Weinkeller, würde ich sagen. Damit haben wir 8 Noten und ein Puzzleteil. Wir können das eigentlich schon. Wir haben eigentlich alles schon so gut wie geschafft. Wahnsinn. Hey du! Du alter Flughund! Gut. Und guckt mal. Vandalismus ist auch jederzeit drin hier. Wir können ja auch mal das ein oder andere Fenster einschlagen. Jetzt muss ich überlegen, wie gehen wir dieses Level am sinnigsten an? Der Aufbau von diesem Level, den finde ich tatsächlich immer so mit am schwierigsten. Deswegen bin ich auch da wirklich in Speedruns nicht besonders gut. Es könnte sogar sein, dass ich noch nie unter 50 Minuten war. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es wirklich. Ich müsste auf Cyberscore gucken. Ich glaube, da habe ich sie damals veröffentlicht, meine Highscores. Also Bestzeiten. Aber das ist jetzt auch wirklich, das ist lang her. Ich meine, 2008 habe ich die aufgestellt. Und das war auch wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich nichts anderes gemacht habe, außer N64-Spiele gespielt habe, weil ich halt einfach in dieser Lilith Wars Highscore-Szene aktiv war. Was eine verdammt coole Zeit war irgendwie. Als YouTube noch keine Rolle spielte in meinem Leben und... Ja. Ich gerade erst mit meiner Frau zusammengezogen war. Oh mein Gott. Nostalgisch, nostalgisch ist das alles. Hey, wer bist du denn? Gurgel. Ein wunderschönes Geräusch. Er passt in den Logo nicht hinein. Da bist du doch froh drum. Da bist du doch froh drum. Alter. So. Gut, zum Glück ist hier keine Mumie unter der Dusche. Die Leute, die Maniac Mansion kennen, werden die Anspielung verstehen. Da bin ich also schon mal höchst zufrieden. Okay. Ja, ihr seht, es gibt einiges kaputt zu machen hier. Wir können die Villa hier ordentlich beschädigen. Aber wie fangen wir am sinnigsten an?
Sollen wir? Ich glaube, wir fangen mal mit dem Ouija-Brett an. Oh ja, komm. Ich würde sagen, wir machen mal das Ouija-Brett noch, dass wir noch am Ende noch was richtig, richtig Gruseliges gemacht haben. Ouija-Time! Nee, da gehe ich wieder raus. Und da gehe ich wieder rein. Yeah! Es ist Ouija-Time. Und wir sammeln erstmal die Noten. Noten sind ganz wichtig. Noten sind das, wonach alle wahren Krieger streben. Um es mal königsartig zu sagen. Gut. Haben wir alle? Ja, ich glaube, in jeder Ecke war nur eins. Dann können wir loslegen. Sei gegrüßt, Feldträger. Löse das magische Rätsel. Ja. Das magische Rätsel. Das erinnert mich eigentlich mehr an Surfen. Surfing USA. Es hat wirklich. Ich finde, es hat wirklich mehr was von Surfen hier, was wir hier machen. Wie ist es? So, Banjo haben wir schon mal. Fehlt noch ein K. Ein K, ein K, ein K. Ich glaube, das war hier neben. Das A, 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 das A. War hier? Kommen wir erstmal durch hier. Und die müssen wir uns nämlich nicht unbedingt treffen lassen. Schaffen wir das rechtzeitig? Das O? Okay. Noch ein O, noch ein O, noch ein O, noch ein O. Oh mein Gott. So, zwei Buchstaben fehlen noch. Da haben wir noch 20 Sekunden Zeit. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ein I. Es läuft irgendwie immer auf Banjo-Kazooie hinaus. Sie waren hier nicht besonders... Kommst du jetzt mal vorbei hier? Danke. Nicht besonders einfallsreich. Wie also in der Sandburg. Aber egal. Das Puzzleteil sei dein. Ich bin erlöst. Du hast dich in Luft aufgelöst. Wir haben dich getötet. Na gut. Kann auch eine Erlösung sein. Gut. Damit haben wir schon mal schöne Dinge gemacht. Ein Ouija-Rätsel gelöst. Und ja, uns betrunken im Weinkeller. Ich glaube, das war wunderschön. Ein wunderschöner Auftakt für Mad Monster Mansion. Ich freue mich auf mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.